Irgendwas. Irgendwas stinkt hier. Ich habe eine Vermutung. Oh Gott. Habt ihr auch schon mal an eurem Stuhl gerochen? Ich würde es euch nicht empfehlen. Leute, heute spielen wir eine Nase, die snifft. Und ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal gemeinsam an. Es ist ziemlich komisch, Leute. Lasst einen Daumen und ein Abo da und wir gehen rein. Botox in their nose from an illegal underground facility. This Botox has transformed them into a singular large nose, roughly 5 times the size of a human. Ich hab ein bisschen Angst, irgendjemand will mich hier schnüffeln. Ich will aber nicht geschnüffelt werden. Hallo, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu... Er mag dich schnüffeln. wir haben hier ein Roblox-Spiel, bei dem uns eine riesige Nase schnüffeln will. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo wir hier gerade sind, aber wir müssen irgendwie 14 Popel sammeln. Sind das Popel? Können denn eigentlich ja nur Popel sein, oder? Ah, guck mal, da bin ich im Safe Space hier quasi. Wie crouch ich eigentlich? Was zum Teufel mache ich mit meinen Beinen? Warum sehen meine Beine so komisch aus? Leute, lasst gerne einen Daumen da, lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu seid. Unterstützt mich gerne kostenlos und wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier Popel finden. 14 Popel, was ist das? Oh nein, ich muss den Schlüssel... Nein, ich will keinen Lockpick kaufen. Leave me alone mit dem Lockpick. Was müssen wir hier machen? Wir müssen... Collect... Ah ja, okay, wir haben Schleim eingesammelt. Boah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Hilfe, er kommt. Was ist das denn für einer? Was muss man hier machen? Da sind ja 1000 Rätsel und Sachen. Oh Gott, der snifft mich gleich weg. Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen. La 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 la. Halt, halt. Oh Gott. Oh. Was ist er denn für einer? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Lass mich bitte in Ruhe. Mann, Mann, Mann. Also ich muss 15 Popel sammeln. 14 Popel. Nein, ich will keinen Lockpick machen. Oh Gott. Da ist noch einer. Ah, und hier geht's hoch. Da kann der bestimmt nicht nach oben gehen. Safe nicht, ne? Ne? Was zum Teufel ist das? Wie eklig möchten Sie es machen? Was passiert hier bitte? Oh, hier. Hier haben wir noch einmal Popel. Gesundheit! Ich glaube, der hat Schnupfen, der Dun. Oh, hier ist ein Aquarium. Ist ja süß. Aber was ist die Quintessenz des Spiels? Ah! Die Quintessenz ist, dass ich schreie. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Sniff doch den anderen weg. Sniff doch den anderen weg. Ich geh da runter. Ui, da hat ihn... da hat ihn voll eingesnifft. Zweimal Geschwindigkeit, 249 Robux. Get all boggers. Also musst du sie nicht alle finden, ja, ja. Alle betäuben, jeden nuken. Punch people. Ja, ist in Ordnung. Da kann man sich wieder ganz toll beschäftigen, indem man hier Robux ohne Ende ausgibt. Aber ich würde eigentlich nur gerne die ganzen Popel sammeln. Das Areal ist auch ziemlich groß. Ich dachte halt irgendwie am Anfang, dass das relativ klein ist, so wie das aussah. Aber ich glaube, da habe ich mich ziemlich getäuscht. Was ist das hier eigentlich immer für eine Siffe am Boden? Pfui, der Eifel hier. Oh, was ist das? Kann man sich hier verstecken? Ist das der Serverschrank? Oh, warte mal, hier 2. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ach, rot ist 2. Ach, muss ich mir das merken? Oh. Leave me alone. Schnell, rein, 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 rein. Oh mein Gott. Oh, hier, hier, guck mal, hier. Was labert der eigentlich die ganze Zeit? Er redet immer und dann muss er niesen. Er ist voll sick, der Dude. Was ist er für einer, hä? What the hell? Was ist das für ein Spiel? Oh mein Gott, ey. Oh, was ist hier? Oh, der rote Schlüssel. Nice, ich habe den roten Schlüssel. Der ist einfach direkt hier beim Spawn. Ich bin einfach dumm. Ich bin einfach dumm. Ah! Wiederbeleben kostet 30 Robux. Na gut, das mache ich jetzt mal. Und da lacht er gleich. Bruder? Ich habe 30 Robux ausgegeben, dafür, dass es nicht funktioniert. Oh, sowas finde ich immer so mies, ne? Man gibt Geld aus und... Ne, das macht mich sauer.
Das macht mich sauer, Mann. Ah, nee, das macht mich sauer, ey. Das macht mich sauer. Warte mal, zurücksetzen kann ich auch. Geht das? Das meiste ist nämlich dann buggy, dass man das nicht machen kann. Nee, ich muss rausgehen. Mann! Und alles nochmal machen. Mann, ey, Mann, Mann, Mann. Also wenn ich das jetzt in der Folge nicht hinbekomme, dann könnt ihr euch beim Entwickler bedanken. Ultra gut, ne? Ultra gut. So, wo geht's hier hin? Da ist es so dunkel, dass man nichts sieht. Wirklich gar nichts. Also wirklich null. Ja, ja, Ruhe jetzt da mit deinem Rumgesabbel. So, was haben wir hier? Was ist das? Was ist das? Eine Motorsäge? Für was brauche ich eine Motorsäge? Ah ja, hier, okay. Das hat so ein bisschen das gleiche wie Färben oder Sterben. So ein bisschen das gleiche Prinzip irgendwie. Nur mit Popel und Motorsägen. Ah, hier, okay, dafür wahrscheinlich. Nice, okay. Ja, also das hat das gleiche Prinzip. Mit Schlüsseln und so weiter, nur das... Mit Schüsseln, was? Mit Schlüsseln, nur das der allerechte... Oh nein, jetzt kommt der allerechte. Er snifft mich gleich weg. Also wiederbeleben ist keine Option in dem Spiel. Man muss also überleben. Oder man wird eingesnifft. Man hat diese Möglichkeiten. Er ist zum Glück ja nicht so schnell, außer ich laufe in eine Sackgasse. Dann ist schlecht. Wenn hier jetzt auch nicht bald... Oh nee, da kann ich jetzt nicht stehen bleiben. Oh, toll, ja. Ich bin in der Sackgasse. Ich hasse dieses Spiel! Wisst ihr, manche haben nicht so viele Robux. Und die würden sich dann extrem ärgern. Finde sowas echt schade. Also klar, kann passieren. Ja. Wäre jetzt richtig mies gewesen, wenn das jetzt die ganze Zeit der Fall wäre. Aber trotzdem. Ah! Bitte. Ja, immer mit seiner Nieserei. Hör mal auf zu niesen. So, ich habe den lila Schlüssel. Ich weiß aber nicht, wo die lila Tür war. Was ist das jetzt? Also ich sag, das sind Popel. Ich sag, das sind Nasenpopel. Oder wie man in Bayern sagt, a gescheit's Nosrami. Der singt, der Dude. Der ist komplett irre. Der ist wahnsinnig. Ja, I'm just looking for a sniff, sagt er. Nein, nein, du darfst nicht an mir riechen. Hab mich auch, by the way. Hör auf, mich anzuspucken, du Ekelhafter. Behalt doch bitte deine Bakterien und Viren bei dir. Wie wär's denn? Rein da! Mann! Bin ich hier? Oh, hier, warte mal. Was ist das hier mit der 1? Keine Ahnung. So, hier noch einsammeln. Dann haben wir 6. So, mein Freund. Jetzt kommt er wieder. Lass mich da rein. Hör auf, mich anzurotzen. Ich will dich. Oh nein, er kommt wieder. Warum dreht er immer um? Ja, okay, gut. Ich habe vergessen, er hat eine Nase. Der kann mich riechen, ne? Rein da, rein da. Eigentlich würde ich am liebsten hier die ganze Zeit einfach nur chillen. Hier ist ja eigentlich ganz bequem, aber hier werde ich halt auch die ganze Zeit nur angespuckt, du Ekel. Der campt irgendwie diesen Bereich mit dem roten Teppich extrem ab, habe ich so das Gefühl. Der hört hier gar nicht mehr auf. Sichere Zone, leave me alone. Ich will jetzt einfach nur die lila Tür finden. Oder pink, oder whatever. Da ist pink, ja, nice. Die Hütte auf hier. Oh, was ist das? Ah, C4. Dynamite! So, jetzt ist nur die Frage, wo das C4 war. Ich hab's vergessen. Geh bloß weg, du Ekliger. Guck ihn dir an. Hau ab jetzt. Ich hab C4. Und ich werde es benutzen, egal was du sagst. I don't know what's happening. Please, somebody. Ja, ich weiß es auch nicht. Du hast Mist gemacht. Du hast irgendeinen Mist gemacht. Jetzt kommt er wieder, oder? Also, wo war das jetzt hier mit dem Dynamit? Ich habe das doch vorhin gesehen. Was ist das eigentlich hier? Das ist auch ekelhaft. Ich habe das vorhin gesehen. Nee, hier ist eine Sackgasse. Schade, dass das nicht angezeigt wird, wenn man das in der Hand hat irgendwie. Ich weiß auch immer nie, wo er ist, weil der so, weiß ich nicht, ganz komisch, so sichere Zone... Ja, Amanda, wenn du da stehen bleibst, das ist vielleicht nicht unbedingt so smart. Nein, du sniffst hier gar keinen. Das ist so gestört. Warte, ich muss es mal lauter machen. Das ist... Ah! Oh Gott! Ah, surrender to a new paradise. Ah! In an
Was der redet, das ist so großartig. Aber jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss Dynamit einsetzen. Muss irgendwas sprengen hier. Irgendetwas. So, eins ist rot gewesen. So. Okay, dann wissen wir auch, was wir hier tun müssen. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Schnell rein. Das ist so doof, wenn man auf C klickt. Dann braucht er so ja eine halbe Sekunde ungefähr, bis er sich hinduckt. Und das könnte halt echt tödlich sein, ne? Also, was war denn das andere? Das andere war, glaube ich, zwei war, glaube ich, das da. Kann das sein? Ja. Oh. So, nice. Ah, das war der Sound von Backroom Morphs. So, 12 von 14. Ich brauche endlich mal den Ort, wo das Dynamit liegt. Bruder, hier ist es. Hier, hier. Oh, schnell. Der saugt dich gleich ein hier, der Dude. Der versteht keinen Spaß. Schnell, lauf, lauf. Oh nein. Wow, 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 wow. Das war knapp. Jesus, hab ich einen Dusel. Schnell da rein. Oh Gott, ey. Er ist müde, weil er die ganze Zeit rumläuft. Er will einfach, dass alle zu ihm kommen, damit er sie einsniffen kann. Also die Voiceline ist wirklich großartig. Also das ist wirklich... Ich muss so lachen die ganze Zeit. Ey, was der vor sich hin labert einfach. Come on, sniffing. Aber wo ist das Dynamit-Ding? Das gibt's doch gar nicht. I'm gonna give you a sniff. Ist das nice? Eine missverstandene Kreatur und er weint und warum wir alle weglaufen. So, wo ist jetzt das Dynamit, Mann? Das gibt's doch nicht. Da war dieser Raum und an dem Raum war diese, ja, an der Wand halt dieses Ding da. Ich finde diesen Raum nicht mehr. Das ist wirklich unglaublich, ey. Das gibt's einfach nicht. Ich weiß nicht, wo der war. Oh, lass mich in Ruhe jetzt, du dumme Nase, ey. Oh, hier! Shit. Oh nein. Oh nein. Nein, musst du nicht. Hör auf, lass das. Stop it. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Stop it. Geh weg! Nicht, du willst mich nicht verletzen. Du willst mich nur in eine eklige Rotznase reinziehen, ne? Leute, es wird noch irgendwie. Ja, endlich, Mann, finally. Oh Gott. Wie lange soll es dauern? Ja. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier, wir kommen in den Himmel. Kommen wir in den Himmel? Ne, hier, 14 Boggers benötigt. Ja, hab ich und ich kann hier rein. Und jetzt? Was habe ich jetzt? Ein Schraubenschlüssel. Okay, nice. Alright. So, dann wieder raus und zurück zum Spawn. Der war direkt am Spawn, das weiß ich. So. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ah, hier. Da muss ich da lang. Glaube ich, oder? Da so. Nee. Jetzt finde ich wahrscheinlich den Spawn nicht mehr. Das wäre auf jeden Fall normal. Also das wäre jetzt so die normalste Sache der Welt, dass ich jetzt einfach den Spawn nicht mehr finde, sondern jetzt 50 Mal in den Raum laufe, den ich zuvor gesucht habe. Da muss ich lang. Oh, lass mich bitte doch in Ruhe. Wieso muss das sein? Warum? Ganz ehrlich. Der Spawn, schnell zum Spawn. Safe Zone, ich komme. Oh, oh. Ah! Nein, nein, wir gehen kein Risiko jetzt ein. Oh Gott, lass dich doch nicht einsaugen. Why? Der hat sogar einen Hut auf, der Dude. Guckt ihn euch an, der hat einen Hut auf. So, hier hoch. Zack, hier rein. Goldener Schlüssel. Runterspringen. Und wo war der hier? Irgendwo auf der Seite, glaube ich, oder? Hier irgendwo? Irgendwo hier war das?
Nein? Also ich kann doch nicht so Banane sein. Das gibt's ja nicht. Die war, nee, die war safe da beim Spawn einfach. 100%. Why is everyone fleeing? Weil du eine große Nase bist, die ein bisschen stinkt. Because of that, hier ist die Tür. Was muss ich machen? 25 Sekunden. Was muss ich machen? Ich muss eine Tür finden, oder? Die ist jetzt 25 Sekunden auf, oder wie? Hä? Alright, also die Zeit ist abgelaufen. Das heißt, wir müssen eine Tür finden. Oh mein Gott. Alright, wir probieren es mal. Also hier rein, da durch. Ich keine Ahnung. Ich laufe jetzt mal hier durch. Dann durch die Mitte nach links. Wir müssen auf jeden Fall zu diesem Teppichding hin. Dann da lang. Das war falsch. Nee, doch, genau hier entlang. So, dann da rein und hier durch die Mitte, glaube ich. Oder? Ja, ich hör's. Oh, das Portal! Das Portal! Wir sind drin! Wir haben's geschafft! Der Snifferman kann mich mal am Popo sniffen! Ich hab's hinbekommen! Holy cheese! Oh Gott! Jetzt wollte ich gerade checken, ob die Aufnahme läuft nicht. Ach, das wäre ja wirklich Ding gewesen. So, wo bin ich jetzt? Ja toll, jetzt bin ich in irgendeinem weißen Raum. Ich höre ihn aber immer noch. Kapitel 2 kommt bald. Alright, Leute! Alright! Kann ich laufen? Oh no! Oh no, er ist mir nachgelaufen. Der blöde Hund. Ja, Leute, das war's mit Snifferman. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, das Spiel fandet ihr genauso lustig wie ich. Es war zwar zeitweise ein bisschen nervig, aber an sich ein cooles Spiel mit einem coolen Prinzip. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Unterstützt mich gerne kostenlos mit einem Abo. Das würde mich riesig, riesig freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.